Kinder sind die Zukunft dieser Welt. Aber guckt euch mal diese dumm hässlichen Fortnite-Kinder an. Guckt euch die an. Heute werden 11 von diesen Fortnite-Kindern mein Team entscheiden. Das wird das Crossover auf dem Kanal zwischen meinen Fortnite-Videos und FIFA. Bitte Gott, hilf mir. Hallo, hallo. Hallo. Wie heißt du? Theo. Ist das eine Abkürzung für irgendwas? Nee. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Sicher, dass du nicht Theodoranium heißt? Junge, nein. Okay, chill. Theo, hast du Hobbys außer Fortnite? Ja. Ja, und was sind deine Hobbys? Landwirtschaftliche Aktivitäten. Was kann ich mir darunter vorstellen? Traktor fahren. Das Einzigste. Also spielst du auch Landwirtschaftssimulator? Manchmal, aber nicht oft. Okay. Ist das dein Lieblingsspiel oder feierst du Fortnite mehr? Ich feier Fortnite mehr. Was sind deine Hobbys? Ich habe keine tatsächlich. Theo! Ja? Hast du schon mal in deinem Leben Fußball geguckt? Ja. Hast du auch eine Lieblingsmannschaft? Nee. Also ich hatte mal Dortmund, aber auch nicht. Das ist ja witzig. Ja. Und hast du einen Lieblingsspieler aber? Nicht richtig. Ich habe mich mal mit Fußball beschäftigt, mache ich aber nicht mehr. Ah, jetzt mehr so Traktor fahren? Ja, wahrscheinlich. Ja, nein. In Ferien. Oh. Und wer wäre denn so dein Lieblingsspieler? Keine Ahnung. Kennst du einen Spieler? Also kommt, fällt dir irgendwer ein? Ja, ja klar. Haaland, hier der von Liverpool, keine Ahnung wie der heißt. Real. Real? Hier der von Real. Ja, der von Real hier, Marc, nicht. Ja, sag. Vom Real Madrid, der gute Spieler. Ja. Wie hieß der? Ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Sag einfach, vielleicht erkenne ich ihn dann. Ronaldo. Von Real Madrid meinst du? Ja. Also meinst du Cristiano Ronaldo? Ja, ja. Okay, also Cristiano Ronaldo wäre so dein Lieblingsspieler, der von Real Madrid. Wenn ich müsste, ja, aber ich habe mich da ja nie mit beschäftigt, also kann ich das auch nicht wirklich beantworten. Aber wenn ich müsste, dann ja. 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 Okay. Und gibt es auch einen Spieler, den du nicht magst? Warte, da gibt es, glaube ich, eine Menge. Thomas Müller. Oh, okay, ey. Also da habe ich keine genauen, aber ich mag nicht die, die sich immer so stellen, als hätte einer gefault. Die hasse ich. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. Welcher könnte das sein? Bodaccio. Von Real. Ja, das kann gut sein. Bodaccio. Sagt dir das was? Bisschen, ja. Bist du denn dieser Scheiß? Da ist der Boss! Da ist der Boss! Wo? Guck! Also der erste Spieler ist Cristiano Ronaldo von Real Madrid. Und sein Hassspieler nehmen wir auch, Thomas Müller. Hallo? Hi, wo wollen wir rausspringen? Du darfst aussuchen. Hier, jetzt. Okay, wie heißt du? Matti. Und du? Auch Matti. Ernsthaft? Ja, also ist mein Spitzname. Ich heiße Matthias. Ah, so heißt mein Onkel auch. Hast du irgendwelche Hobbys, Matti? Fußball, Tennis. Ja, einer, der Fußball spielt. Okay, hast du einen Lieblingsfußballer? Ja, Messi. Stark, Matti! Und hast du auch einen Hassspieler? Ronaldo. Ah, noch einen anderen außer Ronaldo? Ronaldo ist schon im Team. Ronaldinho. Ronaldinho ist dein Hassspieler? Ja. Einfach nur, weil er sich so anhört wie Ronaldo, oder wie? Ja! Ja, ich hab einen! Nice! Nein, ich muss nachladen. Ich bin oben. Ich muss nachladen, da ist noch einer. Ich bin oben. Ich bin gleich tot. Nein. Nein, er hat gehackt oder so, ehrlich. Dann lass normal. Nein, aber danke, Matti. Ciao. Tschüss. Boah, es gibt auch süße Jungs. Er hat trotzdem Ronaldinho als Hassspieler erwähnt. Bro, keiner hasst Ronaldinho. Also haben wir Messi im Team und Ronaldinho. Also war es auch irgendwo von Vorteil, dass er ihn anscheinend nicht mag. Wenigstens wusste er, was Fußball ist. Dann ist mir aber eingefallen, dass jeder nur offensive Spieler nennen wird. Also müssen wir hoffen, dass irgendwer einen Verteidiger oder so als Lieblingsspieler hat. Aber keiner hat einen Verteidiger als Lieblingsspieler, oder? Bonjour. Bonjour? Ich versuche meine Französisch-Skills rauszuhauen. Tu as
un joueur de foot favorit? Bah, un favori. Ouais, oui. C'est qui? Ouais, c'est qui? C'est Ousmane et Mbappé, j'en ai deux un peu. Ousmane Mbappé? C'est lui, Ousmane Dembélé? Allô? 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 Hello, hallo? Hey! Ja, was hey. Ist? You, where you from? Wir sind beide deutsch. Genau wie du. Where you from where? Deutschland? Deutschland! Deutschland! Oh, Deutschland! Also seid ihr deutsch? Ja. Wir landen Slappy But which city you from? Ja, was für City, Digga? Where from which city? Digga, sprich Deutsch! Ach so, ihr könnt Deutsch? Ja, wow. Haben wir doch gerade gesagt. Ach so. Well, you have a sister or brother or something? Der Digga. Kann in Deutsch. Guckt ihr Fußball? Ja, leider hat Freiburg verloren. Haha! Ich bin von Leipzig. Wer sind eure Lieblings-Ding, Fußballer? Messi. Kennt ihr Verteidiger, irgendwelche Verteidiger? Nee. Mbappé? Ich kenne niemand, wo Verteidiger. Bei mir ist Gegner. Oh, Mbappé ist doch kein Verteidiger! Sag schnell noch Fußballspieler. Bruder, was hast du denn mit deinem Fußballspieler? Sag doch einfach Fußballspieler jetzt, Mann! Sag doch einfach Fußballspieler jetzt! Geh FIFA spielen, wenn du Mbappé, FIFA 22, FIFA 23. Gib mir Verteidiger, bitte! Ein Verteidiger, nur ein! Hey, warum bist du aus dem Team rausgegangen? Sag schnell, Spieler, schnell! Ronaldo! Fuck! Ich bin wirklich mit den Nerven am Ende. Nur diese Kinder kennen keine Fußballspieler. Ich frage ihn nach einem Verteidiger, er sagt Cristiano Ronaldo. Okay, dann spielen wir halt Ronaldo als Innenverteidiger jetzt. Hallo? Hallo? Ah, da bist du ja wieder. Von jetzt gerade eben? Ja. Ja, komm schon, bitte ein Verteidiger. Haaland! Haaland ist ein Stürmer! Hast du einen Lieblingsfußballer? Ja. Wen? Cristiano Ronaldo. Gibt's noch einen anderen? Verteidiger ja. Oder so? Warum? Also ist, da ist dieses Mädchen und sie sagt, sie gibt mir nur ihren Arsch, wenn ich ihr einen Verteidiger nenne. Aber kennst du einen? Ich weiß nicht so genau, ich glaube Glatzel. Glatze heißt der? Ja, beim HSV spielt er. Also Glatze dann, ne? Ja. Kennst du noch einen? Falls der nicht klappt? Ich will wirklich diesen Arsch von diesem Mädchen haben. Ronny Marco heißt der? Ja. Oh Mann, dieser Arsch gehört mir, danke dir. Bist du in die verliebt oder was? Nein, ich bin nur in ihren Arsch verliebt. Ich gehe jetzt direkt zu dem Arsch. Tschüss. Tschüss. Und ich kann es mir schon denken... Es gibt kein Glatze. Es gibt ein Glatzel. Es ist kein Weg. Er meinte wirklich den. Glatzel. Aber der ist auch kein Verteidiger. Okay, dann nehmen wir Glatzel. Ich dachte, Glatze wäre ausgedacht. Aber ein Ronny Marco gibt es nicht. Warte mal, er meint, er spielt beim HSV. Dann gucken wir mal HSV-Spieler an. In der zweiten Bundesliga. Wer hört sich so an wie Ronny Marco? Keiner. Keiner hört sich an wie Ronny Marco. Nehmen wir da einfach Wagnoman. Dann haben wir zwei HSV-Spieler. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Verteidiger und einen Torwart. Hello. Hello, you. What you speak? English. Not Polish. You have a favorite football player? Yes. Who? Hey, an den Polis musst du mir noch David Burga lecieli. Go to David Burga, okay? Yes. Who's your favorite football player? Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Okay, you know goalkeeper? Yes. Who? Name of goalkeeper? Yes. Ranek, chodź na kanał ekipy, bo zaraz ktoś do mnie przyjdzie do pokoju i będę miał w dupę. Ich hab verstanden, was sie gesagt haben. Die haben gesagt, Szczesny. Der Torwart. Also packen wir Szczesny rein ins Tor und brauchen nur noch einen Verteidiger.
Bro, das ist wahrscheinlich mit Abstand das schlechteste Team, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Hallo? Where are you from? Oh, Scheißdreck. Deutsch, du bist Deutsch. Oh, Mama! Das war deine Mutter? Ja. Junge. Sarkassiert grübst. Kennst du einen Verteidiger im Fußball? Nee, ich kenne keinen. Frag mal deine Mama, bitte. Ja, na gut. Aber jetzt noch nicht. Doch, bitte jetzt. Nein, wir spielen. Ja, ich muss einen Verteidiger wissen. Weißt du warum? Wieso? Weil ein Mädchen will nur mit mir zusammen sein, wenn ich ihr den Verteidiger sage. Aber ich kenne keinen. Mein Controller ist leer gegangen. Okay. Da kann ich kein Fortnite-Part spielen. Dann sag mir schnell noch einen Verteidiger. Ich kenne gerade geil. Ich muss es aufladen. Okay. Ich gebe auf. Das ist das scheiß letzte Mal, dass ich irgendein scheiß Team baue. Außer wir schaffen 10 Likes. Dann baue ich vielleicht noch mein Team. Schreibt gerne unten in die Kommentare, von wem ich mir das Team als nächstes bauen soll. Ich werde auf jeden Fall nicht reingucken und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Ay Locos. Drafts sind gerade krass. Also heute ist der Tag, um den Draft-Rekord zu brechen. Ah!